Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einer neuen, ja ich denke mal Knete, und zwar ist das Naughty Putty. Mal schauen, was für eine Knete das hier sein wird. Wir haben keine weiteren Informationen, außer dass es Naughty Putty heißt. Wir haben uns 5 Böschen hier besorgt und die beiden, die werde ich an Kati und an Nina abgeben. Das sollen die mal beide vorstellen. Ich werde heute die 3 vorstellen und mal schauen, ob das überhaupt verschiedene Farben sind. Scheint aber so zu sein und ich hoffe, wir haben hier heute verschiedene Farben. Und wenn nicht, dann würde es mich doch interessieren, was Nina und was Kati zu dieser neuen Knetmasse sagen oder auch Schleim. Oder wir sind gespannt, was es überhaupt wird. Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das Ding hier aufbekomme. So, ist noch irgendwo was fest? Nein. So? Okay. Ah, Naughty Putty scheint intelligente Knete zu sein, Leute. Wir haben hier einmal was in Rot. Schaut euch das an. Ja, es ist sehr, sehr harte, intelligente Knete noch. Also sehr schwer zu formen, aber es knistert schon mal schön, das macht intelligente Knete auch. Es ist also Naughty Putty gleich intelligente Knete. Leuchtet so schön rot und ihr merkt, wir können auch wieder Basketball spielen. Wir können es wahrscheinlich zerreißen. Ja, sehen wir hier. Intelligente Knete Naughty Putty einmal in rot. Ich hoffe, da bekommen wir andere Farben raus, aber wieder sehr, sehr interessant. Geht halt sehr stark in Richtung intelligente Knete, Leute. Okay. Wie riecht es? Sehr, sehr neutral. So, dann schauen wir uns mal hier Nummer 2 an. Ich hoffe, da bekommen wir eine andere Farbe. Yes! Gelb! Da ist noch ein bisschen Plastik drauf. Das kommt weg. Diesmal in Gelb. Naughty Putty. Auch leuchtend gelb, Leute. Sieht ein bisschen aus wie so Kerzenwachs oder so, habe ich das Gefühl. Fühlt sich aber an wie intelligente Knete. Super cool. Gefällt uns wirklich sehr. Wir können stretchen, wie wir wollen. Ich glaube, ja, weitere Eigenschaften haben die jetzt erstmal nicht. Das ist gelb. Und da bin ich gespannt, was jetzt in der letzten Dose rauskommt. Bin ich gespannt. Ich glaube wieder rot. Wenn ich es denn mal aufbekommen würde. Nein, Leute, schon wieder eine andere Farbe. Yes, sehr cool. Das ist ein Neon-Orange. Super cool. Also auch eine Neonfarbe ist mit dabei. Und nicht nur die Grundfarben. Schaut euch das mal an. Hier mal im Vergleich die rote und auch die gelbe. Sehr, sehr cool. Gefällt uns wirklich sehr. Aber wir sehen hier ein paar Fussel drauf. Aber wir können stretchen, wie wir wollen. Sehr, sehr, sehr cool. Gefällt uns wirklich sehr, diese Naughty Putty. Haben wir bei Amazon bestellt, Leute. Echt cool, oder? Was sagt ihr zu Naughty Putty? Kennt ihr dieses Produkt schon? Kennt ihr dieses Spielzeug, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Mir gefällt es wirklich sehr. Wir haben 3 verschiedene Farben. Einmal so ein Rot. Sieht aus wie so ein Lack, Nagellack. Dann haben wir Gelb, was wie Kerzenwachs aussieht. Und dann haben wir hier Neon-Knete. Neon Naughty Putty. Okay, Leute. Wir haben noch 2 über. Wie gesagt, das eine geht an Kati. Die andere Knete an die liebe Nina. Und die sollen mal schauen, ja, wie, oder die wollen, die sollen mal sagen, wie sich diese Knete anfühlt. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gar nicht gefällt, wenn ihr sagt, ist das denn für Knete, dann auch gerne einen Daumen nach unten, kein Problem, aber abonniert doch bitte unseren Kanal. Und wenn ihr weitere tolle, ja, Spielzeuge oder mal sehen wollt, wie viel intelligente Knete wir eigentlich haben, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei, auf unserem offiziellen Account, Spiel mit mir Kinderspielzeug, oder auch bei mir, kan_xy, und warum xy? Genau deswegen, da könnt ihr dann weitere tolle, ja, könnt ihr mal sehen, was wir hier so alles gesammelt haben. Ja, wir sammeln selbstverständlich. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!